Willkommen zurück, willkommen zurück auf Fjördur. Weiter geht unsere Reise über die Map zusammen mit Nikatos. Hi. Hallöchen. Wie man unschwer erkennt, sind wir jetzt so ein bisschen unter Wasser. Und da hat sich halt sehr viel getan, weil Genesis, die ganzen Genesis, ja, Korallen und Pflanzen und Gedöns unter Wasser dazugekommen sind. Und im Grunde genommen hat Nikatos das alles einmal auf links gedreht, ne? Richtig, konnte nicht widerstehen. Konnte nicht widerstehen. Ist aber auch echt cool, was sie mit Genesis da reingebracht haben. Finde ich auf einfach. Auf jeden Fall, ja. Richtig. So wie er Ozean sein sollte. Richtig. So. Und hier vor uns ist schon so eine Struktur, wie man sie in Genesis so als diese komischen Würfel da im Wasser hatte. Richtig. Und das ist jetzt allerdings eine Energiewand, aber dahinter eine natürliche Höhle, wie es scheint. Genau. Dann vorsichtig nicht mit dem Hai durchschwimmen, sonst ist der kaputt. Sonst ist der. Ein wenig hinüber. Sekunde, ich habe keine Flossen, sondern eine schwere Fellrüstung an, die saugt sich voll. Das ist. Optimal. Huch. Ah ja, hier drin ist dann schön hell. Genau. Das ist eines der Baugebiete unter Wasser bei uns. Kam ja auf Genesis soweit sehr gut an, nur ich fand halt die Würfel-Idee nicht so dolle. Die Würfel-Idee ist nicht so doll und ja, es war auch nicht so groß, ne? Also ja. Es ist so. Insgesamt war bei Genesis das Problem im Grunde genommen, du hast dann diese Würfel da unten gehabt, aber die waren erstens ein bisschen ab vom Schuss. Und in dem ganzen Unterwasserbiom hast du ja sonst auch keine Landfläche gehabt. Also letzten Endes, was wolltest du dann mit den Würfeln? Wenn du da dann Landdinos drin parkst, was machst du mit denen, weißt du? Richtig, ja. Und jetzt sehe ich hier oben, kommt man noch oben raus? Genau, ihr könnt oben raus, oben rein, nur es ist halt nicht so viel mit einem Unterwasserdino von oben reinzuschwimmen. Nee, das nicht, aber da ist noch Wasser drüber. Da geht es jetzt nicht raus und da oben ist Himmel quasi. Nee, das ist noch relativ weit unter Wasser oben. Ah, ja, ja, okay. Hat relativ weitläufig gehalten. Es ist halt, sauber. Diese Bäume, die hier sind, diese Lichtbäume, da hatten wir bei Genesis probiert, die mit so einer Baumplattform zu versehen. Ging nicht. Sollte man das können? Nee. Okay. Also ich glaube, es ist wohl nicht so vorgesehen, aber wir hätten es gerne gehabt. Kann man da was machen? Kann man. Ist halt nur zu schauen, dann wie man die da dran snappt, dass es nicht komplett kacke aussieht, ne? Das ist weil richtig. Die nennen wir es Blüten oder die Blätter von den Bäumen, die hängen da trotzdem da drin, ne? Die hängen, ja genau, man muss gucken, wie groß diese Plattform ist und ob es irgendwo einen Punkt gibt, wo es geht. Ich kann mir aber dennoch hier was anderes überlegen. Ich kann hier Steine mit den Snap-Points von den Baumplattformen. Oder so, ja genau. Oder hier an diese Dinger hier könnten wir doch bestimmt auch eine Baumplattform dran machen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die abbaubar sind. Achso. Also zumindest nicht mit der Faust, da passiert nichts. Nee, okay. Nee, aber ich kann mal schauen, dass ich Steine bekomme und dass wir dann hier für hier drin dann noch Baumplattform-Spots bekommen. Ja, Baum oder Steinplattform-Spots oder sowas. Das wäre schon nice. Ja, da drüben kann man hoch, muss man aber einmal durch den Fluss latschen. Muss man sich ein bisschen zurechtbauen mit Strukturen. Naja, eben, man muss es sich ja erschließen, das finde ich aber auch gut. Ja. Sollte für eine Unterwasserbase auf jeden Fall reichen. Ist es geplant, hier eventuell noch ein bisschen mehr Busch oder sowas reinzumachen? Hatte ich überlegt, aber ich. Also das Unterwasserbiom hat keine guten Büsche, finde ich. Wir haben hier draußen die Aqua-Plants und sowas, aber die würden nicht reinpassen, finde ich. Nee, das jetzt, ja, wobei das hier im Grunde. Die sind halt sehr schmal, sehr klein, die Büsche, die es jetzt hier gibt. Es ist halt schwierig, damit so große Flächen zu füllen. Und normale Büsche gehen hier nicht rein? Würde thematisch für mich nicht passen. Wenn ich jetzt die Waldbüsche von oben. Ja, das stimmt, aber irgendwie so ein bisschen, dass du was hast zum Fiberkrubbeln oder sowas hier, ne? Aber, hast du ja die Pflanzen an den Seiten. Ja. Ja, ich kann mal schauen, ob ich da noch irgendwas finde. Das wäre so das Einzige. Also die sieht cool aus, aber der Boden ist so karg. Das finde ich halt. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Krieg ich hin. Aber ist mega, mega cool mit dem Loch oben auf jeden Fall. Die Bäume, wie sie hier verteilt sind. Das Licht hier drin, das gefällt mir irrsinnig gut. Das ist richtig schön. Richtig schöne Stimmung. Und dass das hier eben auch noch so ein kleiner Teich hier in der Mitte ist. Ja. Sauber. Passt da nicht alles dabei. Ja. Das auch so machen, dass wir Metall über den ganzen Ozean verteilen. Also das auch unter Wasser fahren könnte und sowas.
Ja, genau, das hat man bei der letzten Folge schon gesagt. Das kann man hier jetzt auch nochmal erwähnen. Also es sind wirklich alle Genesis, Korallen und Gedöns vorhanden. Das heißt, man kann jetzt hier Stein abbauen, Flint, Alles Holz ja. unter Wasser. Alles dabei soweit. Den ganzen Spaß. Und damit kann man inklusive der Megachelon, also dieser Riesenschildkröten, wo man die Basis draufbauen kann, die mit Genesis reingekommen sind, hier so ein richtig schönes Unterwasserleben quasi auch machen. Genau. Wie ihr seht, es ist relativ weit unten hier. Man kann aber einigermaßen gut nach oben schauen. Man sieht ja oben die Wasseroberfläche. Wir Ich sind schon nicht. relativ. Du kannst ihn nicht sehen. Da hinten, da glänzt ein bisschen was. Da sehe ich ein bisschen Oberfläche, aber ansonsten nein. Ich Da kann ihn tatsächlich sehr hinten. gut sehen, die Wasseroberfläche. Ja, davor. Nee, also, nee. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es bei dir dann im Video ausschaut. Sehr neblig. Also wir haben davon noch eine kleinere Version von dieser Luftblase, nennen wir es mal. Die ist auch in der Nähe, aber die werdet ihr schon selber finden, denke ich. Dann gehen wir einmal Richtung Herz von Theodor. Ja, okay. Wir sind mit den Tech-Megalodon-Satteln dabei, wie es zum Weg hin dann passt. Ja, die Tech-Wikinger. Absolut. Ich bin auch der Meinung, dass die Tech-Megalodon-Sattel noch vorne so Hörner bekommen sollten und ein bisschen Fellbesatz. Dass die einen RAM-Schaden haben. Ja, super cool. Oder so ein Bohrer. Ja, es muss alles auf Wikinger hier getrimmt werden. Wir haben, wie man weiß, damals auch die Haie gezähmt. Ne? So. Total. Und sind auf Dinos in die Schlacht geritten. Richtig. Eindeutig. Mit Laserwaffen. Ich kann euch gleich dann noch einmal die neuen Unterwasser-Drops zeigen. Da haben wir auch neue Versionen. Also die Unterwasser-Loot-Drops, die Deep-Sea-Loot-Drops. Zuletzt waren es ja diese Schatzkisten, ne, die du da Richtig. präsentiert hast. Die sind jetzt nochmal überarbeitet. Die nächsten, die Schatzkisten, aber die hatten wir im Video nicht. Doch, meine, hatten wir eine. Nein. Schon so lange her, da war das noch gar nicht umgesetzt. Was? Du kennst nur das Bild davon. Was? Ja. Ich Schon glaub's ja wieder ein nicht. Vierteljahr her. Aber die Frax hatten wir, ne? Die Frags, die hatten wir ja. Und in den Frax spawnen dann die In der Nähe, ja, genau. In der Nähe spawnen dann diese Kisten sozusagen. Okay, ja, dann kann es sein, dass man nur die Wracks hat und noch gar nicht die Genau, Kisten so war dazu, das. ne? So könnte es sein, ja. Aber wie man Die sieht, der hatten. Ozean ist gigantisch. Ist Also. sehr, sehr groß. Ich bin jetzt gerade einfach auch mal so abgetaucht, nur dass man mal wieder so ein bisschen unten sieht. Denke, Platz für eure Ozeanplattform habt ihr genug. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo du hin bist. Ja, ich werde auch gerade schon irgendwie wieder zu dir gezogen hier. Ich kann gar Bewegt mich nicht. gerade nicht. Du bewegst dich gerade nicht. Das ist super. Warte. Ich schwimme mal wieder zurück. Ich bin einfach abgetaucht. Ah, ich seh deinen Namen. Ich sehe ihn. Du hast ein Ich sehe dann bisschen. nicht. Ach da. Du hast ein bisschen. Eine Freundin gefunden. Bisschen. Nur die gute Freunde. So, von hier aus sieht man schon. Ich denke mal, du nicht, aber ich sehe es komischerweise. Jetzt von Fjodo. Da hinten ist was ganz Helles die ganze Zeit, was mich total irritiert, aber das ist, glaube ich, der Rauch vom Vulkan, der unter Wasser dann plötzlich weiß ist. Ja. Geht sich unter Wasser tatsächlich nicht. Aha, das ist das Einzige, was ich sehe, ist die ganze Zeit wie so ein weißes Fenster an der Wasseroberfläche. Aber irgendwo, da ist scheinbar noch eine Kleinigkeit nicht so. Da funktioniert noch was nicht, je nachdem, welche Grafik-Settings man hat. Ich blende sie einfach mal für Nekatus kurz ein, Ja, das würde mich echt mal interessieren. dass er sieht, was ich anhabe. So, ich mache es dann auch ganz schnell wieder aus. Damit das ja im Video nicht so sehr stört, aber da kannst du dann gucken, was ich habe, beziehungsweise kann ich es ja nachher nochmal screenshotten. Genau. So. Aber das sind so Kleinigkeiten, das sind wahrscheinlich noch ein paar Regler, die man irgendwo schieben muss. Sind wir beim Herz von für das kennt ihr schon aus den anderen Videos, glaube ich. Da waren wir schon einmal, ja. So, und da ist ein Wrack drauf. Das kennt ihr, glaube ich, auch schon. Das habe ich im letzten Mal auch schon gezeigt. Allerdings jetzt mit den Tiefsee-Drops. Steht hier oben drauf. Jupp. Auf dem Schiff. Ah ja, und da ist auch eine dieser Kisten, ja. Genau, das sind unsere neuen Tiefsee-Drops. Nicht mehr diese roten, leuchtenden. Bauen wir mal kurz ein bisschen auf. Ja, räum kurz, genau. Ich öffne die einfach mal. Jo. Requires Survivor Level 70. Ich hasse dich.
So, jetzt bin ich Level 70. Das ist so. Nein, ich bin Level 69. Das gibt's doch nicht. So, lass gucken. Alles klar, und da sind dann aber die Standardsachen drin, so wie genau. Man es auch kennt. Also die haben wir nicht. Theos und Mammutsattel und was haben wir hier? Cryo Fridge. Das ist ein Schrott, den man sonst da drin findet. Genau, man kann aber hier dann auch diese Tech-Sachen bauen. Also Cryo Fridge und die Cryopod, die kann man hier drin bauen tatsächlich. Ja, genau. Also es ist ein ganz normaler Drop, es ist halt nur vom Aussehen her ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, wo dein Hai hin ist. Das frage ich mich auch gerade. Hier vorne, der wird gerade von Quallen angemacht hier. Nehmen wir mit. Und natürlich wird es bei uns auch die X. Wie heißen sie? Die X-Mosasaurus geben. Die X-Mosas? Moment, das ist dein Hai. Oder wie? Das ist meiner. Da ist er. Die Schildkröte natürlich auch. Also, Genesis ist alles dabei, die Engramme und sowas. Sauber. Mangelt an nix eigentlich. Was waren denn noch für X-Tiere? X-Haie, ne? Ja. X-Mosas? Tapejaras, ja, Rex, nee, ich meine jetzt unter Wasser. Da waren es nur Mosa und Haie und. Ich glaube ja. Und nix, ne? Ich weiß noch nicht, ob es noch einen Manta gab. Ich glaube, das waren keine X-Tiere. Irgendwie hänge ich gerade. Huch, jetzt hat es mich. Und du bist weg. Jetzt bin ich unter dir irgendwie. Ich bin nur ein paar Meter. Okay. Mich portet es immer wieder weg. Okay. Kommen wir runter zu dir? Ja. Ich hänge und dann portet es mich immer nach einer Weile. Interessant. Ist ein schönes Spiel. Ist ein schönes Spiel, ne? Mark kann immer wieder überraschen. Jetzt sehe ich einen Rauch aber auch. Jetzt siehst du einen Rauch auch. Okay, ich komme nur leider immer noch nicht vorwärts. Jetzt bin ich wieder weggeportet. Hier los. Schön. Immer vom Hai runter und versuchen wir zu schneiden. Wir schneiden mal ganz kurz an der Stelle. Sekunde. So, weiter geht's. Wir sind aus dem Wasser emporgestiegen und jetzt geht's in Richtung Vulkan. Ich denke, im Wasser haben wir jetzt auch so weitestgehend das Wichtigste gesehen, also die Genesis Texturen sozusagen, die jetzt alle entsprechend da sind. Und das ist eben diverse. Also wir haben jetzt nur eine gesehen von diesen Bauhöhlen, da gibt es diverse, gehe ich mal von aus. Ja, genau. Also wir haben von diesen Lufträumen 2 Stück, von diesen Genesis-Style-artigen, wir haben aber noch mehrere Unterwasser-Bau-Caves. Genau, da hat man zuletzt auch schon welche gesehen in den vorherigen Folgen. Und ich denke mal, die sind jetzt auch noch so ein bisschen dekoriert neu oder bleiben die so, wie sie waren? Die lasse ich tatsächlich so, weil ich sie so ganz schön fand. Und es muss ja auch nicht alles im Genesis-Style sein, glaube ich. So ist es. Ich fand nämlich auch, die wir letztes Mal so gesehen haben mit den Kristallen und so, das war schon richtig nice auch. Also die habe ich so gelassen. Sauber. Ja, und dann geht es jetzt hier im Vulkan weiter. Zum Trocknen quasi. Und auch hier hat natürlich Genesis Einzug erhalten. Man erkennt es. Bricht der Kerl denn auch aus? Der bricht auch aus. Der bricht momentan auch noch nicht. Geplant ist es, dass wir es mit einbauen. Allerdings gibt es, achso, Genesis nochmal, es gibt bei uns kleine Schneelawinen oder Steinrutsche hier. Okay. Fand den nur nervig und nicht mal sinnvoll, würde ich sagen. Ja, genau, außer dass er einem da irgendwie, ja. Die haben nicht mal Schaden gemacht. Eben, sie haben keinen richtigen Schaden gemacht, sie haben einen wegkatapultiert, im Zweifel irgendwie runtergeschubst irgendwo, aber. Richtig. Aber so wirklich, ja, überhaupt diese ganzen. Von diesen ganzen Events habe ich mir irgendwie mehr erhofft bei Genesis. Ja. Das ist so, diese Ereignisse, die da so passieren, von seien es jetzt diese blöden Fliegen, die Lawinen und dergleichen. Den haben wir darauf verzichtet. Ja, man hätte sie, wenn dann, komplett umbauen müssen oder zu was Eigenem machen müssen. Ob das überhaupt geht, ist die Frage. Ja, geht schon. Aber, ja. Genau, dann. Also, wir haben uns auch hier natürlich den ganzen Genesis-Sachen bedient, weil der Vulkan einfach Meda ist auf Genesis. Der sieht schon richtig cool aus, auch mit diesen Seen, Tümpeln, genau, die Ölfelder hier unten. Und habt da auch diese Geysire da drin? Ja, wir haben Geysire oben am Berg. Das heißt, ich kann wieder als teilweise verteilt. Ich kann wieder als Meteorit durch die Gegend schießen. Richtig. Das ist super. Hier werden dann halt auch genug Öl bekommen. Hier sind auch, wie du hier siehst, die Steine für die Ölplattform. Also, Öl-Hotspot, würde ich sagen. Auf jeden. Dann haben wir drüben noch, so kleine Schwefeltümpel. Auch die Heimat der X-Rexe?
Ja, natürlich. Und die X-Ankis. Und die Trikes und was weiß ich, was da noch alles gab. Ich weiß da gar nicht. Supi. Die Rexe habe ich ja sehr gefeiert. Die sehen schon Die scharf sehen aus. sehr nice aus, ja. Ah, hier ist so ein bisschen Extinction-Einzug. Genau. Ja, sauer. Hier Passt. wird es noch heißer als sonst. Also hier wird es so heiß wie in einem Extinction-Tümpel. Ist momentan noch nicht der Fall. Hier fehlen dann leider Texturen. Ist mir aber dann hinterher aufgefallen. Bei den Steinen fehlt es noch ein bisschen, Genau. ja, klar. Aber siehst zum Beispiel die Glasierer auch schon. Und die gibt es dann halt so wie vor, ne? Hier gibt es Logischerweise. reichlich Schwefel, ja. Ist ein bisschen hell hier plötzlich, ne? Kann das sein? Dass die Steine irgendwie selbst so ein bisschen strahlen, Ja, das diese? ist das Problem bei den ganzen Sachen. Muss mal schauen, ob wir die vielleicht ein bisschen weniger blendend machen können. Ja. Hier ist plötzlich so eine Das helle Lila Wasser kommt Stimmung. auch noch weg. Ja, okay. Das wird hellblau, so wie es sein soll. Dann haben wir einmal den Obi, den roten. Der bringt euch dann ins dritte Gebiet. Also in die dritte Parallelwelt. Bin ich blind? Links der Obi, der große rote. Siehst du den Obi hier links nicht? Ach, da oben! Ach Gott, ich habe nach vorne geguckt die ganze Zeit. Kann man schon mal übersehen. Kann man schon mal übersehen, so hoch wie der schwebt. Ich habe die ganze Zeit Richtung Vulkan nach vorne geguckt. Alles klar, und hier kommt man dann in das dritte Gebiet, okay? Genau. Das, wo noch streng geheim und. Richtig. Also, das nochmal auch zur Erklärung für die vielleicht die ersten Folgen nicht gesehen haben. Ich versuche die auch nochmal unten in der Videobeschreibung und so zu verlinken, dass ihr da entsprechend nachholen könnt. Aber es ist halt geplant, dass es so diese diverse Welten der nordischen Sagengeschichte als Parallelwelten gibt. Also, man kommt nach Helheim und was ist die zweite schon bekannte? Yggdrasil, der Yggdrasil, Weltenbaum. der Weltenbaum, genau. Und hat dann dort. Naja, nochmal eine Die völlig Möglichkeit zu eigene bauen, zu Welt. leben. Man kommt mit dem Obi dahin. Ist theoretisch wie ein Boss-Teleport, nur dass ihr keinen Timer habt, um zurückzukommen. Und das ist halt nicht instanziert. Das heißt, wenn ihr da einmal baut und wieder zurückreist, dann könnt ihr wieder hinreisen und es ist nicht alles verloren. Also es wird nicht resettet, wenn man da hingeht. Ist es denn so, dass wenn man die Map aufmacht, dieses Gebiet schon sieht? Leider nicht. Wie? Also das ist leider nicht möglich. Das ist wie wenn man, weil du Ero die Unterwelt noch mit einblenden hätte wollen. Also das geht leider nicht. Also es ist wirklich dieses Boss-System, was ihr euch da quasi zu eigen macht und nicht wie in Genesis eine Map, die durch Richtig, ja. irgendwelche Energiewände voneinander getrennt ist. Tatsächlich ist Helheim genau unter der ersten Insel. Zwischen der ersten und der Vulkaninsel hier ist Helheim. Ach, das ist dann also schon wirklich physisch auch so? Okay, ich weiß ja Das auch ist nicht, wie das. ein. Das ist jetzt also gar nicht eine eigene. Es ist wie ein Extinction Dome. Gehst du rein und dann wird alles erst geladen und bist in einem komplett eigenen Tag-Nacht-Zyklus und alles drum und dran. Ah, ja, okay. Eine virtuelle Realität in einer virtuellen Realität. So Sehr gesehen. schön. Genau, und hier haben wir einmal die Wimmernschlucht. Hier wird es dann natürlich nur Feuerwimmern geben. Ja, Spawns gibt es hier jetzt halt noch gar keine, wie man unschwer sieht. Da nicht wundern, ne? Wie gesagt, ganz frühe Version. Hier geht's auch in eine Art Höhle Da ist rein aber nochmal. Wasser. Ja, hier ist irgendwie. Wasserphysik, das müssen wir dann ändern. Ja. So, hier haben wir mal die Magmasaurus-Höhle. Kann man da rein? Ja, da können wir rein. Da können wir Sollte rein. funktionieren soweit. Habe ich jetzt noch nicht getestet, aber das werden wir jetzt nicht rausfinden. Auch relativ groß. Und hier ist auch schon ordentlich heiß drin. Stichwort Vulkanausbruch. Wird dann auch dieses Ereignis hier stattfinden, dass man dann gegrillt wird, oder? Das weiß ich noch nicht. Das ist halt nicht direkt mit dem Vulkan verbunden, deswegen glaube ich eher weniger. Also wir haben ja noch eine zweite Vulkanhöhle, die ist direkt mit dem Vulkan verbunden. Und ich denke, da werden wir es machen. So, und hier sind wir einmal der Magmasaurus-Höhle. Wahnsinn. Echt Der cool. Schwimmeffekt, der lenkt mich gerade super ab. Ja, der Schwimmeffekt ist gerade schade. Warte mal, lass uns einfach mal absteigen, dann hat man nicht mehr. So ganz leichtes Magma, was hier noch runtertropft, ne? Genau, Sehr und einladend. Thema Element hatten wir vorhin im ersten Video auch schon. Hier wird es halt auch die roten Kristalle geben. Da unten sehe ich's. Nee, oder doch, da sind sie da Doch, das sind unten. sie. Wo Ja. du dann auch Element Ja. bitterfarben kannst. Super. Und was ich auch ganz spannend fand, waren die schwarzen Perlen. Habt ihr das auch vor oder ist es euch zu simpel dann, wenn er das hier. Habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Ich denke, ich Weil. werde die eine Tiefsee verstecken. Ja, ne, das hatte ich halt auch so gedacht. Aber bei Genesis irgendwie.
Bist halt hier rein, hast dir die Taschen mit schwarzen Perlen voll gemacht und bist wieder raus. Also, es ist Richtig, so, ja. es war halt sehr simpel. Aber wenn die jetzt zum Beispiel nur innerhalb dieser Magmasor-Kammer hier wären, dann ist es ja auch schon wieder recht herausfordernd, dran zu kommen. Ja, wenn wir den unten zwischen den Kristallen verteilen, würden wir mal schauen, ob wir es so machen. Ja. Dann hat man auch wieder so eine kleine Challenge, um dran zu kommen und nicht einfach hingehen, aufsammeln. Genau. Ah, Und ja. ich find diese. Also, ne, mit diesen Amethyst, mit den Kristallen, mit den Lilanen und so, das ist einfach so richtig cool. Das hatte ich auch Auf jeden sehr Fall. gefeiert da bei Genesis. Habe ich auch viel benutzt, die Dinge, also auch noch in einer anderen Höhle. Ich finde die einfach mega. Denk mal, die Golems werden hier auch eine Heimat haben. Die X-Golems. Ja. Metallkristall, also ressourcentechnisch kriegt ihr auch einiges. Und das dann mit einer schönen Herausforderung verbunden, dass hier fieses Getier hängt. Das war Wird halt nicht so bei langweilig. der. Bitte? Wird nicht langweilig. Das hoffe ich, weil das fand ich bei Genesis zu langweilig. Die Höhle war, abgesehen von den X-Golems, die ab und an rumstanden, die nervten aber auch nur, die machten nicht wirklich viel Schaden. Ab und an hast du ein bisschen Getier gehabt, aber das Einzige, was da herausfordernd war, waren halt die Magmasor. Die hast du aber im Grunde genommen dann eben erst ganz unten. Wenn da schon reichlich Getier unterwegs wartet, was fies ist, dann ist es schon nice. Super. Aber Drachen haben hier nichts mehr drin verloren, ne? Also Nee, die nee, sind nur also. draußen in der Schlucht. Genau, hier kommen wirklich nur die Magma so raus rein. Genau. Kommen wir noch einmal kurz raus wieder. Jo, Moment. Ups, 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 warte. So. Musste wenden. Jetzt ist die Frage, ob die Griffins verbuggt sind oder ob das an dem Volume unten liegt. Muss ich gleich mal testen, ob das auch mit anderen Fliegern hier so ist. Ich schätze mal, dass das irgendwie, weil du hier unter dem Wasserspiegel bist, oder? Genau. Aber eigentlich habe ich alles soweit angepasst. Ich schau mal. Da sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, auf die man eben alles achten muss, wenn man so eine Map erstellt. Aber man Ich finde kann das viel zu viel falsch faszinierend. machen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt sehr viel Learning by Doing, ne? Also ich Auf jeden meine, Fall. über Valguero und dergleichen hast du dir halt schon einiges an Erfahrung aneignen können, was du jetzt hier nicht mehr falsch machst. Man sieht immer wieder neue Fehler. Man Aber findet immer was es Neues. eben ist passiert. Arg kann das, ne? Ja. So, hier sind wir auch schon wieder oben. Jupp. Also tatsächlich hat, also das war halt schwierig, dem Vulkan eine coole Atmosphäre zu geben. Weil bei Genesis hat man halt auch oft Nacht, es ist finster, es ist düster. Also eine gute Stimmung, während die Sonne gerade aufgeht auf einem Vulkan hinzubekommen, ist halt schwierig. Dass man hier insgesamt so ein bisschen Rauchschwaden macht, geht das? Dass es Kann man überall so machen, ein aber ich bisschen habe. aus den Ritzen der Steine und so Es rausdampft, geht so ist es ja halt. an Vulkanen auch, ne? Es würde halt hart auf die Performance gehen und das will ich halt vermeiden eigentlich. Ja, das stimmt. Oder hier so ein bisschen mehr Nebel, so ein Ja, das Ding dunkler. ist, denn wenn man hier Nebel. Das ist immer Kartenevent, ne? Das nicht, aber wenn man hier Nebel hinpackt, also wenn jetzt so Lavanebel auch, dann sieht man den halt nachts extrem, ne? Ah, okay. Aber ich kann mal schauen, ob man hier vielleicht noch Umgebungsnebel machen kann. Cool ist, nachts ist halt ziemlich nice hier, finde ich. Auf jeden Welches Fall. Beleuchtete. Ja, da kriegst du dann dieses Genesis-Feeling. Ne? Das ist schon nicht schlecht da. Also, wie gesagt, so ein paar Rauchschwaden hier und da wenigstens noch so vielleicht. Das macht schon Jeden nochmal ein Fall. bisschen mehr Stimmung. Schwierig. Verstehe das Problem, absolut. Mal schauen, wie wir das regeln. Irgendwas finden wir schon. Auf jeden Fall, was noch cool wäre, soundtechnisch halt, so ein Ja, Grollen. soundtechnisch ist noch gar nichts hier. Ne? Also, dass da so ein permanent so ein Grollen ist und so. Also wie gesagt, das Biom hier, also die Insel, die kommt noch nicht mit dem nächsten Update. Ich habe die jetzt nur schon mal angefangen, beziehungsweise schon was fertig gemacht. Aber die kommt erst mit dem letzten Update. Deswegen hier ist noch nicht viel getan. Ist auch soundtechnisch gar nichts. Ja. So der erste Einblick. Aber man sieht, wo die Reise hingeht und das wird auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall. Sehr nice. Gibt es hier noch geplante POIs, irgendwie sowas? Ich war mal überlegen, ob ich hier noch eine Festung hinplatziere, aber Ja, bin mir noch nicht Mordor. ganz sicher. Also es gibt eine kleine Herr der Ringe-Referenz noch, aber die ist an der Höhle.
bietet sich an, ne? Ja, Berg. eben, ja. So vier Hobbits, die da irgendwo zeigen. suchen, wo sie den Ring reinwerfen können, da oben. Tatsächlich habe ich ein kleines Herr der Ringe Easter Egg noch eingebaut. Laufen irgendwo vier Hobbits lang. Richtig. Nein. Die eine Höhle ist versteckt. Die werdet auch nicht so einfach finden. Ich denke, da werden ohne Videotutorials eine echt eine lange Zeit für brauchen, bis sie die finden. So ein kleiner Tipp ist halt, ihr braucht einen Magmasaurus, sonst kommt ihr da nicht rein. Okay. Dann kann ich mir schon was denken, aber ich halte's Maul gerade. Genau. So sieht der Vulkan bisher aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall wird das bestimmt ein unangenehmes Eck werden. Ja, auf jeden Fall. Und aber ja, der Anreiz muss halt einfach da sein, weshalb die Leute herkommen. Und ich denke, das ist allein durch die Ressourcen gegeben und dann dadurch, dass es Drachen, hier diese, Magmasaurus, ja genau, X-Dinos. die X-Dinos gibt, die Magmatiere gibt, die Drachen. Also insofern, das wird sicherlich Element ein später. Element nicht zu vergessen, ja Also ich genau. glaube, Anreiz hat man hier Ich. jetzt schon genug. Eben, ansonsten sind, das ist nämlich sonst häufig so, dass so diese unwirtlichen Biome so eher, ne, Kannst ja, halt hin, kannst aber halt verschmäht auch lassen. werden. Bitte? Kannst halt hin, kannst aber auch lassen. Richtig. Und dann insofern, hier muss man schon entsprechend mal einen Besuch abstatten. Unter Wasser gibt es halt dann auch, denke ich, genug Anreize, allein wegen der interessanten Bauplätze. Dann hast du natürlich auch die Unterwasser-Crates, die Genau. ganz interessant sind, die es sich lohnt abzugrasen. Ja, und an der Oberfläche ansonsten gibt es sowieso viel zu viele schöne Ecken. Sehr geil. Euer Plan sieht vor, dass in den nächsten Wochen das Update kommt. Also es sind, Ja. wir reden über Wochen, nicht über Monate. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich meine, in 2 Monaten ist schon Full Release, ne? Da bleibt dabei, ja. Ja, müssen wir. Okay. Ist Fängt man. die Vorgabe von Chipotle, machen Druck, Nee, da fängt ne? meine Ausbildung an, da habe ich keine Ach so. Zeit mehr. Okay. Es ist das ist noch mehr Druck, Auf noch jeden mehr Fall. Grund. Ja, super. Da bin ich gespannt. Und sobald das Release da ist, denke ich, werden wir da auf jeden Fall auch im Stream und Co. reinschauen. Wie gesagt, ist auch Trailer gibt's noch. geplant. Bitte? Trailer gibt's auch noch. Was gibt's noch? Natürlich. Ein Trailer. Ein Trailer. Ja, du, um Gottes Willen. Wer Der macht denn darf nicht diesmal? fehlen. Maeve wieder. Wie bei Maeve Valerio auch. macht einen? Super. Freue ich mich Kann nur drauf. nice werden. Auf jeden Fall. Maeve macht gigantische Auf jeden Trailer Fall. und Videos. Sie sind extrem stimmungsvoll. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ist der Hammer, diese Aufnahmen zu machen. Ja, und wir werden dann relativ bald, sobald da dieses Update raus ist und wir die ersten, ich sag mal, umfangreicheren Schritte hier auf der Map machen können, im Stream ein bisschen was zu Fjordur zeigen. Wir werden, wie gesagt, auch schauen, dass wir ein Chipotle-Bundle an den Start bekommen, was komplett auf Wikinger-Setting und so ein bisschen leicht primitiv angehaucht ist. Also sprich, so die ein oder anderen Textsachen werden da sicherlich nicht drin sein, sodass man eben wirklich in so einem Wikinger Settings spielen kann und nicht in so einem abgefahrenen Tech-Kram rumhüpft wie in sonstigen Ark. Genau. Wir müssen da noch so ein bisschen abstimmen. Da sind aber, glaube ich, sind auch schon auf dich zugegangen. Ne? Der Prax macht da viel, der Skulplaka macht da viel. Und ich glaube, die hatten dich auch schon gefragt, so was man rausnehmen kann und was man drin lassen muss, Weil die damit man auch fragen die mich schon Sachen aus. meistern kann. Die fragen dich schon aus. Das ist gut. Das ist super. Ne? Und dann, dass das schön ausgewogen ist, freue ich mich drauf. Dann hat man ja auch das Nomaden-Setting mal angesprochen, dass man hier tatsächlich als Nomaden rumziehen kann. Das geht natürlich auch super mit den Wasserschildkröten, mit Auf jeden den Fall, ja. Megachelon, dass man dann hier die mobilen Basen auf dem Wasser auch hat. Also da geht wirklich viel. Man kann da sehr kreativ werden bei der Map und das ist das Gigantische einfach an der Sache. Da geht so dermaßen viel. Ich freue mich drauf. Ich Vielen auch. Dank wieder fürs Vorstellen. Ja, zu danken, ja, sehr Und ich gern. bin mega gespannt auf eure Kommentare. Was euch gefällt, was ihr noch vorschlagen würdet oder so. Ne? Wenn ihr Ideen habt, ich denke mal, da ist Nekatus auch immer Ja, offen für. ich Auch wenn lese mal sich. alle Kommentare durch, also. Super. Auch wenn sich vielleicht nicht alles umsetzen lässt, aber Ideen sind immer willkommen. Also, von daher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz am Ende nochmal zu erwähnen, es wird keinen Konsolen-Release geben, weil es eine offizielle G-Portal-Map ist. Ja. Das kommt unter jedem Video, deswegen sage ich es nochmal, es wird keinen Konsolen-Release geben. Ja, das hat nichts mit G-Portal in dem Sinne zu tun, sondern. Das Genau. ist halt keine offizielle Wildcard-Map, es bleibt eine Mod-Map. Richtig. Ne? Bleibt immer meins. Ja, und wenn es nach G-Portal geht, die bieten ja auch PlayStation-Server an und Wenn es auf den dergleichen, gehen würde, würden sie es wahrscheinlich machen, dann aber. würde das natürlich kommen für die Map, aber für die
für die Konsolen, aber das Ding ist, dass halt keine Mod-Unterstützung da ist bei der PS4 oder bei der Xbox. Und somit solche Mod-Maps oder auch eben die Mods, die kommen jetzt fürs Bauen, leider nicht verfügbar sein werden. Richtig. Ja, jetzt haben wir den Nebel hier. Jetzt sehen wir den Schneesturm, glaube ich, sogar. Ja. Ja, es müsste dunkler sein, so rauchiger, ne? Damit das hier so stimmig ist für einen Vulkan. Ja. Eben. Mal schauen, bin gespannt. Ja, es ist eine Performance-Frage dann am Ende. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Supi. Also, danke fürs Zuschauen, danke fürs Rumführen, Nekatos. Wir sehen Sehr uns. gerne. Ich danke. Bis Tschüss. denne.